Weshalb erlauben Gelehrte manchmal etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht getan hat? Eine Gegenfrage. Ist das Unterlassen des Propheten sallallahu alaihi wasallam von etwas ein scharia-gemäßer Beweis? Ist das ein Beweis, dass ich sage, der Prophet, die Sahaba haben etwas nicht getan? Ist dies überhaupt ein Beweis? Meine Gegenfrage. Denn dies müsste man zunächst einmal belegen, um dann mit so einer Frage kommen zu können. Was wir verstehen müssen, liebe Geschwister, ist, dass das reine Unterlassen, so ohne dass etwas hinzukommt, das reine Unterlassen von etwas ist zunächst einmal kein Beleg und kein Beweis. Was ist ein Beweis in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir sprechen von einer Hujja Shari'iyya, ein Sharia-gemäßer Beweis. Das ist erstmal die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was verstehen wir unter Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Qaul, Fi'l und Iqrar. Es gibt kein viertes Tark. Unterlassen wäre Tark. Die Gelehrten sagen diese drei Dinge. Eine Aussage, eine Handlung oder eine schweigsame Billigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind erstmal scharia-gemäße Beweise. Wo ist die Unterlassung? Bei einer Unterlassung müssen wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Unterlassung. Ich kann etwas unterlassen, unbeabsichtigt. Ich tue einfach etwas nicht, ich denke mir auch nichts dabei. Oder ich kann etwas unterlassen, beabsichtigt. Und einige Gelehrte sagen, die Unterlassung des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird erst zu einem scharia-gemäßen Beweis, wenn dieses Unterlassen beabsichtigt ist. Und wann ist oder wann wissen wir überhaupt, dass eine Unterlassung des Propheten sallallahu alaihi wasallam beabsichtigt ist? Wenn es überliefert ist. Vorher können wir das doch gar nicht wissen. Das heißt auch, das Argument, das oft kommt, wenn man sagt, okay, Urteil von Frage XY ist dieses und jenes, aber der Prophet hat es nicht getan. Das ist erstmal kein Beleg, der Prophet hat es nicht getan. Ich weiß, es kommt so schnell raus, hört sich gut an, der Prophet hat es nicht getan, die Sahaba haben es nicht getan. Doch ich meine, als scharia-gemäße Beweise sprechen wir da nur von Handlung und Unterlassung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nein, wir haben den Koran, wir haben die Sunna auf unterschiedlichen Ebenen, wie wir gesagt haben. Es gibt den Analogieschluss, es gibt den Ijma', es gibt Amal Ahl Medina, Praxis der Gelehrten von Medina und. Es gibt viele Möglichkeiten, quasi Normen ab- und herzuleiten. Das heißt, das Entscheidende ist beim Urteil, wenn die Gelehrten zu einem Urteil kommen, dass sie einen Beweis haben. Ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas getan hat, das eventuell unterlassen hat, ist erstmal nicht die Frage, auch nicht die entscheidende Frage. Es sei denn, wir haben zu einer konkreten Frage überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas unterlassen hat. Und dann eventuell warum unterlassen hat. Weil wir können uns zumindest die Frage stellen, okay, weshalb hat er dies unterlassen? Aber solange dies nicht überliefert ist, kann man nicht im Allgemeinen sagen, der Prophet hat es nicht getan, das ist kein Beweis. Weil auch ein Unterlassen kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Weshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge unterlassen? Und selbst wenn wir in die Sunna schauen, merken wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge unbeabsichtigt unterlassen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat anfangs in Medina, als er die Khutba gehalten hat, als er Reden gehalten hat in der Prophetenmoschee, hat er sich an einen Palmenstamm gestützt. Als die Sahaba ihn darauf hingewiesen haben oder ihn empfohlen haben, dass sie ihm nicht einen Mimbar bauen, eine Kanzel, hat er ihnen zugestimmt. Das heißt, es war unbeabsichtigt eventuell. Sie haben ihn darauf hingewiesen und er hat es für gut gefunden. Dann gibt es andere Möglichkeiten, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas unterlassen hat. Aus Angst davor, dass etwas zur Pflicht werden könnte. Aus Barmherzigkeit auch uns gegenüber. Das Tarawih-Gebet zum Beispiel, so wie wir es heute verrichten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht verrichtet. Warum? Damit es nicht zur Pflicht wird für uns. Aus Nachsicht uns gegenüber. Manchmal aus Schutz heraus, damit nicht ein höherer Schaden eintritt. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas tun wollte, hat er es nicht getan. Aus Angst, dass ein größerer Schaden geschieht. Den Umbau der Kaaba. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte gerne die Kaaba quasi auf den Grundstein von Ibrahim alaihi wasallam gebaut. Aber er hat es nicht getan. Warum? Weil die Muslime noch neu waren. Der wollte kein Durcheinander stiften und so weiter. Hat es so belassen. Der Prophet hat es unterlassen. Eventuell gab es gar keine Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu tun. Er hat sie nicht getan. Das heißt,
wir sagen im Bereich von Usul al-Fiqh, wenn eine Sache ja sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, warum etwas so sein könnte, etc., dann ist es sowieso kein schwierig als Beleg zu akzeptieren. Und das heißt, wenn wir über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen, und was ein Scharia gemäßer Beweis ist, dann sagt Allah Ta'ala zunächst im Koran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. In Surat al-Hashr sagt Allah Ta'ala, das, was euch der Gesandte gegeben hat, so nimmt dies. Und was er euch untersagt hat, so haltet davon Abstand. Das ist erstmal nicht von einem Unterlassen die Rede. Es gibt ein Amr, eine Aufforderung. Und hier dann bei einem Amr des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt es dann eine Diskussion unter den Gelehrten. Deutet es auf eine Verpflichtung hin, auf ein Empfohlensein und so weiter. Genauso auch, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas untersagt, beim Nahi. Kann es sein, dass etwas verboten ist oder auch nur Makruh ist. Und da je nach Kontext nicht mal mehr eines von diesen beiden Urteile haben kann. Das heißt, einfach zu sagen, der Prophet hat etwas nicht getan, ist kein scharia-gemäßer Beweis. Vor allem dann nicht, wenn die Gelehrten für eine bestimmte Sache, die sie herleiten, die sie ableiten, die sie erklären, einen Beleg haben. Sei es aus dem Koran, sei es durch Qiyas und so weiter. Das heißt, das Entscheidende ist natürlich, dass es für Dinge, die wir in der Religion tun, Belege gibt. Doch es dreht sich nicht alles darum, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es getan hat oder nicht getan hat. Natürlich, das Unterlassen, wie gesagt, wenn man das nicht falsch versteht, das Unterlassen ist dann ein starker Beleg, wenn wir wissen, okay, der Prophet hat etwas unterlassen. Es ist überliefert. Und wir können nachvollziehen, eventuell. Weshalb? Vielleicht ein wichtiger Punkt, den man hier noch erwähnen könnte, ist auch, dass wenn wir als Imame, als Prediger, als Aktive und so weiter quasi uns mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, gerade wenn es um Fiqh-Fragen geht, Fragen, die Handlungsnormen, Urteile betreffen, dass wir zumindest auch ein Grundverständnis haben davon, wie Urteile zustande kommen, wie Ahkam zustande kommt. Das ist sehr wichtig. Denn oft leider merkt man, Geschwister meinen es gut, haben gute Absichten, Redner, Prediger, Duat, Imame, und sitzen dann dort und sagen, der Prophet, Naha Rasulullah. Und sagen, das ist verboten. Der Prophet hat das nicht getan. Aber das deutet eigentlich auf Wissenslücken hin in diesem Bereich, wie Normen entstehen, wenn man das immer so absolut formuliert. Und manchmal kann man dadurch sogar auch wirklich Schaden anrichten. Schaden anrichten. Guck mal, schaut mal, mir fällt ein, es gibt sogar Beispiele, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dinge äußerlich betrachtet unterlassen hat, die Gelehrten haben trotzdem gesagt, es ist nicht verboten. Nicht mal Makruh. Die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Maimuna, radiallahu anha, sie überliefert den Rüssel vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagt am Ende, dass sie ihm quasi ein Tuch geben wollte und sagt dann, faraddahu. Er hat es abgelehnt. Deshalb heißt es jetzt, dass man, wenn man Wudu gemacht hat oder Russel, dass man sich nicht abtrocknen darf? Nein, heißt es nicht. Auch wenn hier jetzt einige Leute sagen, es ist empfohlen, dass man, einige wenige Gelehrte sagen, das ist empfohlen, dass wenn man das Wasser so trocknen lässt, das war eine Ibadah und so weiter. Aber viele Gelehrte sagen, nein, es deutet einfach nur darauf hin, dass es möglich ist oder auch nicht möglich ist. So. Wallahu ta'ala a'lam.